so und ich will dich jetzt hier nicht mehr sehen. Du weißt schon, dass wir Nachbarn sind? Ich hab gesagt, ich will dich hier nicht mehr sehen. Du hast wirklich Glück gehabt. Noch ein Infarkt verkraftet dein Herz nicht. Ich weiß. Und ich weiß auch, dass ich mich schonen muss. Kein Sport und keine Anstrengung. Ja, nicht ganz. Also sanftes Cardiotraining ist erlaubt. Das bedeutet... Kein Puls über 130. Wow, ein bisschen von meinem Sportstudium ist sogar hängen geblieben. Daniel, was ist mit dem Reiten? Nein, Pferde können scheuen und durchgehen. Das führt zu erhöhtem Stress. Hier ist eine Liste aller Sportarten, die du jetzt komm mir nicht wieder mit Aqua-Jogging und was weiß ich, Yoga oder im Schlimmsten noch Nordic Walking. Da ist aber auch Tai Chi drin, das ist auch so eine Art Kampfsportart. Aber ich sehe, das brauchst du gar nicht bei deinem tödlichen Blick. Also, was deine Ernährung betrifft, ja. An meinem tödlichen Blick muss ich wohl noch ein bisschen arbeiten. Ja, stimmt. Also, wenig Cholesterin und ansonsten maßvoll, aber lecker. Und dann den Blutdruck zweimal täglich prüfen. Und ganz wichtig, Medikamente regelmäßig nehmen. Ja? Dafür werde ich schon sorgen. Hey. Ja, dann. Danke für alles. Gerne. Ciao. Ciao. So weit kommt's noch, dass du schon so was Schweres trägst. Hier. Kommst du? Ja, Frau Oberschwester. Ach ja, solltest du dich doch für Nordic Walking entscheiden. Die Stöcke kannst du ruhig weglassen. Danke. Hast du mal den Schlüssel für mich? Ach, ich dachte... Egal, der Schlüssel müsste hinten in der Tasche sein. So, du dachtest, dass... Klar, jetzt, wo wir wieder zusammen sind... Nein, Olli, ich wollte dich nicht unter Druck setzen. Ich meine, wir können das auch ganz relaxed angehen, ist wahrscheinlich eh besser. Ich kann mir gar nichts Schöneres vorstellen, als wieder mit dir zusammen zu wohnen. Ich wollte dich nur nicht bedrängen. Ich dachte, das ganze Chaos in der WG, das ist dir vielleicht zu viel. Und wenn ich was sage, dann denkst du vielleicht, dass ich denke, es... Wir tun schon wieder. Was? Du zerbrichst dir meinen Kopf und ich mir deinen. Aber keiner sagt, was er wirklich will. Ab heute sagen wir uns offen und ehrlich, was wir wollen und was wir nicht wollen, okay? Deal. Große Faust. Weißt du, was ich jetzt zum Beispiel wirklich will? Hm? Ach, was zu viel ist, ist zu viel. Kann mir mal jemand verraten, weshalb die Flurbeleuchtung schon nach 30 Sekunden wieder ausgeht? Hallo, ihr zwei. Na, ihr steht hier so verschämt im Flur, das passt gar nicht zu euch. Christian, willkommen zu Hause. Danke. Also wirklich, Olli, und du übertreibst es mit deinem Energiesparfimmel. Ich erwarte als Mieterin einen Hausflur mit angemessener Beleuchtung. Ich werde Herrn Fritsche sofort Bescheid sagen, dass er das Intervall wieder verlängert. Ja, ich bitte darum. Was ist los? Kommt ihr nicht mit rein? Christian und ich, wir ziehen wieder zusammen. Aber Christian, das kannst du mir doch nicht antun. Es tut mir leid. Dich als WG-Bewohner zu verlieren, ist natürlich schrecklich. Aber ich freue mich doch so, dass ihr beiden wieder zusammen seid. Ich kann euch nachher auch beim Umzug helfen. Ach, gern. Ja? Aber das ist nicht umsonst. Der Blumenstrauß kommt in meine Wohnung und Olli wird dich jetzt mal über die Schwelle tragen. Olli wird dich über die Schwelle tragen. Nein. Nein. Warum lässt du dich auch von Olli zu so einem Blödsinn überreden? Komm, beruhig dich mal. Der Timer ist doch wieder auf 3 Minuten gestellt. In der Zeit findest selbst du deine Schlüssel in deinem Designertäschchen. Was soll das denn heißen? Ach, hey. Hey, gut, dass du wieder da bist, Alter. Du weißt ja, du musst jetzt ein bisschen langsamer machen. Ach, Andi, ich darf schon noch ein Tempo vorlegen, auf das die meisten Bewegungsmelder reagieren. Ja, wie wär's denn zum Beispiel mit Nordic? Wehe, du sagst das schlimme Wort. Ja gut, es gibt ja auch noch andere tolle Sachen, die nicht so anstrengend sind, wie zum Beispiel Minigolf, Angeln, Tretboot. Andi! Ich bin schon weg. Ich will ja nicht tönen wie Fritsche, aber dein Sportprogramm, das müssen wir wirklich noch festlegen. Irgendwo zwischen Gewicht heben und... Schach oder was? Ja. So. Den nehme ich. Leute, ist das hier eine Verschwörung? Ach, Christian. Ja, komm, macht euch mal einen Umzug. Und ich werde mir in der Zeit dieses komische Blutdruckmessdings kaufen. Oh, du, Arno hat sowas, der benutzt es nie. Das ist hinten in der Kommode, zweite Schublade, ja?
muss ich meinen Lieblings-Ex-Untermieter noch mal drücken. Oh, ganz großes Kino. Ihr seht euch heute Abend wieder. Du gehst doch nur in Schneiders und nicht auf Weltreise. Und du wohnst über den Flur. Bin einfach so froh, dass es Christian wieder besser geht. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, ob mein Blutdruck deinen Eindruck bestätigt. Ja, mach das. Hey. Also ihr zwei, dann lebt euch wieder gut ein. Wir lassen euch dann mal alleine. Dankeschön. Und danke für das Bier. Sehr gerne. Aber du kannst deine Medikamente nehmen. Ja, und du solltest die Schachtel immer bei dir haben, steht zumindest hier in der Broschüre. 90 zu 60, ist das gut? Niedrig. Ich glaube, niedrig ist gut. Olli, das wird jetzt noch eine Weile so gehen. Ja, das will ich hoffen. Ich habe nämlich die nächsten 60 bis 90 Jahre schon mit dir verplant. Und damit das auch was wird, müssen wir uns echt mal Gedanken machen, was für Sport du jetzt machst. Also, geben wir Fahrradfahren oder machen wir Nordic? Du wirst nicht das böse Wort sagen. Ich brauche keine Stücke zum Laufen. Und selbst wenn du im Rollstuhl sitzen würdest, das wäre mir sowas von Schnuppe. Hauptsache, wir sind zusammen. So weit kommst du noch, dass du mich durch die Gegend schiebst. Deine Medizin. Und ich bin nicht dement. Noch nicht. Und wenn wir wieder einen Heißluftballon mieten? Ja klar, damit du wieder eine Panikattacke kriegst. Hier steht extra drin, dass du dich nicht in Situationen begeben sollst, in denen kein Arzt in der Nähe ist. Okay, dann halt nicht in die Pampa. Da machen wir halt eine Riesenparty mit ganz vielen Leuten. Und vor allem mit Daniel. Dann ist auch gleich ein Doc an Bord. Oh, was ist denn hier los? Christian ist entlassen worden. Wohnt jetzt wieder bei uns. Schön, dass du wieder da bist. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich das Zimmer räumen muss, weil das doch mal seins war, oder? Entspann dich. Für die zweiten Flitterwochen reicht erstmal mein Zimmer. Danach wird's vielleicht ein bisschen eng, aber... Vielleicht können wir ja bis dahin Daniel loswerden. Der Herr Doktor hält sich für was Feineres. Hm, soll er doch. Ich dachte, Jessica und Daniel verstehen sich ganz gut. Bis gestern schon. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber jetzt noch mal zur Feier. Willst du da wirklich so einen Aufriss machen? Ja, willst du etwa den Schonwaschgang einstellen? Ach ja, Hauptsache vernünftig. Ich finde eine kleine Feier einfach romantischer. Und was die Vernunft angeht, ich wüsste da so ein paar total unvernünftige Sachen, die ich gerne mit dir machen würde. Ach ja? Mhm. Meinst du nicht, das zu anstrengend? Ich hab dich vermisst. Und ich dich erst. Und? Alles gut. Man, ich weiß auch nicht, warum ich so eine Panik geschoben habe. Hey, du hattest gerade erst einen Herzinfarkt. Ist doch klar, dass du Angst hast, dass sowas wieder passiert. Hauptsache, jetzt ist alles wieder gut. Gut? Was ist denn, wenn ich jetzt jedes Mal, wenn wir... Vielleicht war es einfach noch ein bisschen früh für das hier. Das ist echt typisch.
Über die wirklich wichtigen Sachen schreiben die nichts in diesen Checklisten. Aber Hauptsache eine ganze Seite über Nordic Walking. Hallo, ich hab das böse Wort gesagt. Vielleicht gibt's ja bald nichts anderes mehr. Das ist echt eine super Taktik. Einfach mal direkt vom Schlimmsten ausgehen. Christian, wir lassen es ganz ruhig angehen. Wenn du dich bis zur Ehe aufsparen willst, dann ist diese super kitschige Romantiknummer für mich auch okay. Frau Freude ist die schönste Freude. Oder die einzige. Ach, Quatsch. Ja, was denn? Olli, ich bin keine 30 und führe ein Leben wie ein Greis. Ich kann meinen Beruf nicht mehr richtig ausüben. Kein Sport mehr. Keine Spontanität. Und wenn wir Pech haben, auch bald keinen Sex mehr. Christian, jetzt beruhig dich mal. Du übertreibst komplett. Und selbst wenn, dann wäre mir das auch egal, weil ich dich liebe. Ja, genau. Eine platonische Ehe mit einem Wrack, das war ja schon immer dein Traum, hä? Olli, das willst du dir nicht antun und ich dir schon gar nicht. Jetzt wart mal! Sie noch alle? Ich habe mir Sorgen gemacht. So ist es halt, wenn man mit einem Pflegefall zusammen ist. Wie lange willst du noch im Selbstmitleid baden? Das Wasser wird irgendwann kalt. Christian, das machst du nicht mit mir. Mich wegstoßen und zugucken lassen, wie du dich aufgibst. Mit herzkrank kann ich leben. Mit herzlos nicht. Ich liebe dich nämlich. Du würdest dir das auch nicht gefallen lassen, wenn ich krank wäre. Mann, Christian, zusammen schaffen wir das. Es ist leichter gesagt, als es ist, Olli. Nein, leicht ist es nicht. Ich weiß, deine Krankheit ist ernst und du musst auf total viel verzichten. Aber nicht auf das Wichtigste. Das ist doch klar, auf mich. Zum Glück bist du nicht eingebildet. Ich? Überhaupt nicht. Okay, vielleicht ein kleines bisschen, aber da kannst du ja vielleicht drüber hinwegsehen. Bitte, bitte behalt mich. Ich will nicht zurück ins Heim. Entschuldigung, ist er noch frei? Ja, kein Problem. Wir wollten eh gerade gehen. Zum Nordic Walking. Wem es gefällt? Mir sind diese Stöcke ja zu affig.